Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu World of Warcraft. Heute werden wir hier in World of Warcraft Shadowlands zu Ende spielen, wenn es klappt. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Und es sind Drops aktiv, ihr könnt also ein Pet bekommen, wenn ihr hier eine gewisse Zeit lang zuschaut. Dann gibt es ein Phantom-Pet, ja, wenn ihr natürlich den Account verbunden habt mit... Ja, wie soll es anders sein? Mit World of Warcraft, mit Blizzard. Ne? Das muss natürlich sein. Und ihr seht, es gibt im Moment ein neues zeitliches Ereignis. Und das ist mal was ganz anderes. Das ist nämlich so, dass ihr jetzt hier oben zeitlich begrenztes Ereignis habt. Ja, hier sind ja eure ganz normalen Charakter im Einlog-Bildschirm. Und wenn ihr da drauf drückt, kommt ein neues Ereignis. Ja, ihr kommt also auf ein anderes Realm, auf eine andere... Ja, ich würde sagen, in einem anderen Server. Und da ist dann Plunderstorm aktiv. Piraten treffen in einer großen Battle Royale aufeinander. Ihr könnt euch alleine oder mit einem Freund zusammen in die Schlange einreihen. Ja, die spielen jetzt also hier ein bisschen Battle Royale in World of Warcraft. Ja, mal gucken, wie dieses Ereignis wird. Fortnite überlegt Lego. World of Warcraft überlegt Battle Royale. Okay. Grundlagen vom Plunderstorm. Wer am Ende noch steht, gewinnt. Ja, so ist Battle Royale meistens. Das könnte passen. Durch das Töten von Kreaturen und Gegnern können Stufen erklommen und Zauber erhalten werden. Okay, kennt man auch. Das Plündern weiterer Kopien eines Zaubers lässt diesen besser werden. Ja, wenn man umso mehr Waffen hat, ja. Nutzt bei niedriger Gesundheit eure Heilungsfähigkeit. Schließt Quests ab und sammelt Beute, um Belohnungen freizuschalten. Besucht Dakash Grimjoch im Wartebereich. So, und dann haben wir diesen Charakter hier. Den könnt ihr aber anpassen, ja. Wenn ihr also nicht unbedingt ein Draenei sein wollt, könnt ihr hier nochmal ein bisschen verändern das Ganze. Ja, ihr könnt auch einen männlichen Charakter nehmen, ihr könnt auch einen Horde-Charakter nehmen. Ja, also je nachdem, was ihr spielen wollt. Ich nehme, ich habe einen Kultiraner noch nie gespielt, obwohl, ne, die sind auch nicht gut. Vielleicht einen leeren Elf. Genau, einen leeren Elf habe ich noch nicht gespielt. Ja, den spiele ich jetzt mal. Dann kann man den auch noch ein bisschen anpassen hier. Ja, wir würfeln hier einfach mal rum, wie er am interessantesten aussehen könnte. Ja. So, jetzt noch eine richtige Farbe hier von der Haut. Blass nehmen wir, aber nicht, ne? Nicht dieses ganz blasse. So, und dann hier wieder stylische Haarfarbe, stylische Frisur, weiße Haare, Bart brauchen wir nicht. Augenfarbe lassen wir so. Und ich denke mal, das passt erstmal sowas. Ah, die Ohren machen wir kurz, dann sieht man sie nicht so auf dem Schlachtfeld. Und er hat natürlich auch noch ein paar Tentakel. Wenn er schon einen leeren Elf ist, dann nimmt er auch Tentakeln dazu. Ist doch klar. Und damit haben wir jetzt einen neuen Charakter hier. Also ihr könnt euren Charakter anpassen und dann könnt ihr los. Im Solo oder Duos. Ja, ihr könnt also beides machen. Und jetzt werden wir irgendwo eingereiht in einem original alten World of Warcraft Ladebildschirm. Das ist schon ein richtig alter Bildschirm, muss man sagen. Mal gucken, was jetzt da passiert. Ich bin mal schwer gespannt. Ich weiß es nämlich auch nicht so wirklich. Also ich kenne das noch nicht. Ich habe Plunderstorm noch nicht gespielt. Für mich ist es jetzt auch was Neues. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Gegner sind, wie wir überleben, was wir machen müssen. Ja, wir lernen jetzt zusammen Plunderstorm, den neuen Event. Mal gucken, wie viel Level wir schaffen. Ob wir überhaupt ein Level packen. Aber Battle Royale heißt ja eigentlich, sammelt Waffen, sammelt Zauber, kämpft und überlebt. Ne? Im Endeffekt. Also PvP im World of Warcraft. Kennt man ja schon, ne? Gibt es ja eigentlich schon viele. Dass es jetzt Battle Royale machen, ist halt mal was anderes. Aber es gibt ja schon Schlachtzüge und es gibt ja schon PvP-Gebiete. Ne? Aber ihr seht, beschwört tun nicht gute, 59 von 60 sind wir hier. Ja, da sind sie alle, die Leute hier. Und ja, wir legen einfach mal los. Lernt, wie es läuft oder geht. Über Schwierigkeit bei Schwert. Ja. Gar nicht schwingt euer Schwert, haben wir gemacht. R, achso, wir haben ganz andere Tasten jetzt. R und T. Okay. Gut.
Dann gibt es noch die 5. RT, okay, das ist mal ganz anders. Sind das jetzt auch die Maustasten? Ja, das war jetzt erstmal so die Sammelphase. Ne? Jetzt, wie bei Fortnite oder Apex, erstmal ein bisschen hier landen. Ja, es gibt auch G für ein Ping. Dann gibt es F für interagieren, okay. Der hat mich sofort zum Frosch gemacht, der Kerl hier, das gibt's ja wohl gar nicht. Ich muss natürlich auch mal Schaden machen, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, okay, das ist halt schon doof, ja, wenn man das erste Mal genau da landet, wo einer ist. Ja, muss man erstmal verstehen, ne, das Ganze. Oh Gott, man muss richtig lange kämpfen. So, Beute gesammelt haben wir auch schon mal. Ein Glück ist er uns nicht hinterhergekommen, der hätte locker gewonnen. Da ist er doch. Eliminiert, ihr habt den 50. Platz erreicht. 42 Ruf. Ja, das war jetzt ein sehr beschissener erster Versuch. Ich sag's, wie es ist. Ja, ja, vor allem, wie der auch schon aussieht. Ja, man denkt, das ist ein NPC, weil der hier so wie so ein Goldgolem rumläuft. Ihr kennt das ja vielleicht von anderen Spielen, ja, wo da so ein Goldgolem rumläuft. So, ne, 46 Stück sind noch übrig. Hier haben wir auch Aufgaben. Dieser Balken erfüllt sich, wenn euer Ruf erhöht wird. Wenn er erfüllt ist, gewinnt ihr erste Ruhmestufe und schaltet eine Belohnung frei. Tödlicher Dolch. Schaltet die Vorlage für den tödlichen Dolch frei. Versucht bei Plündersturm Aussehen zu ändern. Ihr gehört jetzt zu den Fassaxes Besatzung. Hier ist euer Dolch. Auf zum fröhlichen Plündern. Das sind Vorlagen. Schaltet die Vorlage für die Handschuhe der Deckhand frei. Ja, Vorlagen für Dragonfly. Und für Plunderstorm. Ja, also, man kriegt neue Vorlagen für den Abschluss. Und dann kann man hier, ne, das sind die Belohnungen, und dann kann man die Partie auch verlassen. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit zugucken. Wir sehen, beim nächsten Mal kriegen wir hier, schaltet den Titel Deckhand frei. Und den Charakter kann man jetzt nochmal anpassen. Ne? Also ihr seht, weiterhin anpassbar. Dann haben wir jetzt auch hier das Make-up. Das können wir auch nochmal anpassen. Oh nee, warum hat er denn da jetzt schon wieder so eine ganz andere Figur draus gemacht? Wenn ich sage anpassen, sage ich nicht, mach eine neue Figur. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo diese neue Vorlage klappt. Ja, aber wir probieren einfach mal weiter aus. Einfach immer weiter rein hier und mal gucken, ob wir diesmal was länger überleben. Wäre ja auch nicht schlecht. Mal ein bisschen mehr Action zu haben. Oder wie die Piraten sagen, prüft die Ruhmstufe bei Darrakesh. Bei Darrakesh. Wo ist denn Darrakesh? Das ist die. Ja, so. Ach so, das ist Heilung. Und das ist 5? 5 ist sich durch die Gegend rollen. Okay. Gut. Bei wem soll ich die Ruhmstufe prüfen? Ja, hier sind ein paar NPCs, Zeremonienmeister. Sammelt einen Zauber ein. Versucht einen toten Piraten wiederzubeleben. Den da wiederbeleben. Das wird auch mal gut. Wie geht das? Einfach daneben stellen. Okay. Mit der 5 irgendwie. Kriegen wir das hin? Jo, wir haben einen wiederbelebt. Sehr schön. Ja, da legt er automatisch die Fässer hin. So, und bei ihm hier sollen wir das prüfen. Hier steht Faxes Besatzung zu mir. Das war das Prüfen der Ruhmstufe. Jede verlorene Sekunde ist eine verlorene Dublone.
Okay, wir sind abgeschossen worden. Das war's schon. Okay, uns fehlt jetzt nur noch ein Zauber einsammeln in dieser Weltquest. Müssen wir gleich mal gucken. So, ich versuche jetzt mal da zu landen, wo nicht sofort ein anderer Spieler ist, weil sonst ist es behindert. Man kann sich ja nicht mal 1, 2, 3 Sachen hier aufsammeln. Das nervt so ein bisschen. Ich möchte natürlich schon ein bisschen was schaffen hier vorher. Gegner hier, aber mal gucken. Ja, man muss also richtig schon kämpfen und überleben. Ne? Das ist halt schon blöd. Ist nicht immer einfach. Hey, sowas Bescheuertes. Egal, wo wir landen. Oh, ist das ein nerviges Scheiß. Ja, super. Also nochmal das Ganze. Nächste Runde. Wieder probieren, ob man irgendwo mal landet, wo man irgendwie überlebt. Ja, ist schon nervig, ne? Also jetzt waren es zu viele NPCs, vorher war es zu viel ein anderer Spieler. Ist immer natürlich eine Frage, ne? Wenn man bei Fortnite irgendwo landet, wo gerade 10 andere Spieler landen, ist man auch schnell tot, wenn man nicht als erstes die Truhe plündert. Das Problem ist, ich habe noch nie eine Truhe geplündert. Ich weiß noch nicht mal, was ich daraus kriege, ob ich dann einen Zauber kriege, was dann passiert. Ja? Also ich weiß noch gar nicht, wofür ich das plündere. Ja, wofür ist die 1, 2, 3, 4, ne? Gesundheit, der macht nur ein bisschen Schlitzen, der macht gar nichts. Nahkampfhacke ist das so bei Fortnite, total Quatsch. Man braucht also irgendwas hier, man braucht diese Superzauber. Ja, wie würdet ihr zum Rüstmeister? Okay, das ist uninteressant. Ich möchte meinen Titel ändern, Matrose. So, jetzt bin ich Matrose. Ich möchte mein Aussehen meiner Waffe ändern. Ich wähle einen einfachen Kupferdreher. So, jetzt habe ich... Ja, gut. Sieht jetzt nicht so anders aus. Ich möchte den tödlichen Dolch. Genau, jetzt habe ich den neuen Dolch. Okay, hier ändert man dann auch seine Cosmetics. Gut. Haben wir verstanden. Und jetzt soll ich einen sammeln, einen Zauber. Wenn ich Glück habe, ist da oben ein Zauber in den Thron hier. 22 Sekunden, dann geht es wieder zur Sache. Okay, da war jetzt noch Geld drin. Dann habe ich Geld auf dem... Da, das ist ein Zauber, würde ich sagen. Ja, endlich! Ja, dann habe ich einen Zauber. Okay. Befehle des Captains abgeschlossen. Tägliche Dublone. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall die Aufgabe erledigt. Befehle des Captains. Weiß nicht, was es ist. Wo sollen wir denn landen? Es gab auch hier wieder uns um 100 verbessert. Ja, also wir müssten gleich auch wieder was freigeschaltet haben. Ich weiß aber nicht, was die Befehle des Captains sind. Ne? Also das hier kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Wir versuchen mal hier zu landen. Wir sind hier eine Truhe. Ah, da kommt es. Beute gesammelt 30 Stück. Aha, jetzt haben wir auch mal einen Zauber hier. Ah, einfach nur 30 Gold sammeln. Okay. Na super. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich den schaffe. Zauber war auch nicht so super. Jo, es ist nicht schön. Es ist nicht schön, immer einen anderen Spieler zu haben. Der hier liegt ganz alleine hier rum, ne? Dem ist alles egal. Und bei mir sind immer irgendwelche anderen Spieler. Das ist echt nicht schön. Da muss man Bock drauf haben, ne? Das ist wie bei Fortnite, man muss Bock drauf haben, auch die ersten paar Male zu sterben, nicht zu schaffen und so weiter, ne? Und dann irgendwann reinzukommen mal ins Spiel, dass man auch mal die ersten 4 Zauber hat. Ne? Die ersten 4 Zauber hat, diese Zauber auch mal verbessert hat, weil wenn man die mehrfach sammelt, werden die besser und so weiter, ja? Das muss einfach mal sein,
ne? Dass man erstmal überhaupt ins Spiel reinkommt, ohne in den ersten 5 Sekunden zu sterben. Und da muss man natürlich die Zauber auch erstmal kennen, ja? Okay, die können einem die Zauber genauso wegnehmen wie in Dings. Wie in Fortnite. Okay, weiß man das auch schon mal. Wenn also ein anderer den Zauber zuerst aufhebt, hat man verloren. So, hier sieht man jetzt, der Vierer hat 3 Sternchen. Der ist also stärker und macht nur Schrott. Verwandelt euer Feenkreatur und gewährt Bewegungsschadensverringerung. Upf. Ja, super. Da kriegt man einen guten Zauber und dann ist er nur zum Abhauen. Und der hier Projektil. Der macht drumherum Schaden und dann schießt er das auf einen. Gut. Dann, was ist das? Benutzen, rollt euch weg. Springt oder lauft, explodiert das was, dann nur Wasser rein. Okay. So, jetzt hätte ich die Waffe wechseln müssen. Oder können, weil ich einen dritten Zauber bekommen habe. Wir haben leider nicht so wirklich viel Zeit, uns ins Spiel einzuspielen. Ja? Ein Tutorial fehlt also. Ja, ein Tutorial, wo einfach mal steht, so geht's, wenn du hier anfängst. Wäre gut. Truhe öffnen 2 Stück. Vielleicht schaffe ich das ja mal als Befehl des Captains. So, 1. Super. Ein Schlag mit 50. Bin fast schon wieder tot. Ja, warum kommen die NPCs aber auch so extrem hinter einem her? Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Oh, sterb doch einfach mal. Okay. So, wir haben jetzt... Okay, man muss auf jeden Fall gucken, dass man nicht von den NPCs so sehr stirbt. Ja, also ist schon krass. Ja, der hat 3 Zauber gefunden. Die hat auch ziemlich viel Geld. Ja, man sieht hinten am Rücken, das ist jetzt eine Truhe. Pah. Okay, also ganz vorsichtig spielen. Ja, ganz, ganz vorsichtig. Also wegbleiben von anderen NPCs. Ja, immer gucken, dass man erstmal voll geheilt ist, so wie im normalen Spiel. Nicht angreifen irgendwo, wenn man ein bisschen Probleme hat. Ja, und dann erstmal die Zauber raffen. Boah, das ist anstrengend. Und hallo Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast, hier heute bei World of Warcraft Plunderstorm. Also im Battle Royale Modus, im neuen Battle Royale Modus. Ja, in dem Übungsmodus jetzt hier gerade noch, ja, wie lernen wir Battle Royale? Wie läuft denn sowas hier? So, jetzt haben wir 5. Jetzt haben wir was anderes. Das ist aber auch blöd, dass die Zauber immer so lange brauchen. Oh. Da kriegt man ein Fahrzeug sogar. Okay, Fahrzeuge gibt's auch. Muss man auch erstmal wissen. Die haben immer so eine lange Abklingzeit, die Zauber. Die kann man gar nicht so, als wäre es eine Maschinenpistole und immer weiter draufballern. Ja, man muss immer gucken, dass man die Abklingzeiten irgendwie, und dann muss man in der restlichen Zeit muss man mit R und T kämpfen. Blöd. So hier. Das ist ja blöd. Da kann man ab und zu mal 1 benutzen und ab und zu mal 2 benutzen. Also Feuerwirbel ist ein ganz komischer Zauber irgendwie. Dann hat man noch die 5 als besondere Fähigkeit. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden.
Die Einser und Zweier sind immer, die ganzen Zauber hier sind alle länger anhaltende Zauber. Das sind Offensive und das hier ist mehr so Schutzzauber. So. Das Blöde ist, hier kommt man nicht alle aus einer Richtung, wie so ein Bus oder so, ne? Dass die Ersten zuerst abspringen, sondern hier mischen sich die Leute, wo sie abspringen. Jeder springt woanders ab. Dadurch können auch überall Spieler, gleiche Anzahl von Spielern sein. So, krieg ich denn jetzt einen Offensivzauber? Was kann der? Schleudert einen gesegneten Schild nach vorne. Gegner in seinem Weg Schaden zufügt, bevor er zu euch zurückkehrt. Erneut einsetzen, um heilige Explosion im Gebiet um den Schild herum auszulösen. Oh Gott. Ja, super. Und da hinten liegt das Schild. Das ist ja ein Schrott. Hat er gesehen, wo das Schild jetzt lag? So. Warum kann ich den jetzt nicht aufheben hier? Aha. Okay, wir haben unser erstes Gold gesammelt. Zauber gesammelt, 3 Stück. Dann haben wir schon den Befehl des Captains geschafft. Ja, und jetzt können wir theoretisch hier so den Befehl des Captains ist durch, ja, haben wir geschafft. So, jetzt müssen wir mal Tee drücken für trinken. Ich bin extra ganz weit weggerollt. Schon ist doch wieder einer hier. Okay. So, jetzt haben wir Geld. Was machen wir denn damit? In der Partie insgesamt verdiente Beute. Ihr erhaltet sie, wenn eure Besatzung siegreich wurde, oder? Ja, toll. Was bringt das? So sieht ein Ping aus. Das ist auch bescheuert, der Zauber. Da geht man aus dem Kampf raus, wo man eigentlich gerade gewinnen will. Eure Gesundheit wurde erhöht. Der durch eure Fähigkeit verursachte Schaden wurde erhöht. Okay. Aha, unten sieht man jetzt, ich habe jetzt eine Bombe. Oh Gott, die wird einfach abgelegt. Ah, und da tut so, als wäre eine Truhe. Okay, was ist 3 denn jetzt? Vorwärts springen, spring den hohen Bogen weg. Okay, das ist die einzige Schadensfähigkeit, die irgendwie sinnvoll ist. Diese hier ist doof, weil da weiß man gar nicht, ob die trifft. Komm, versuchen wir mal den Greifen jetzt hier. Ich muss weg. Das wäre ja beinahe wieder schief gegangen. Das sind Elites. Alle Mann an Deck, die Geißel des Sturms ist da. Aha, jetzt gibt es auch den Sturm. Okay. Jetzt sehen wir den auch mal. So lange waren wir jetzt dann doch mal im Spiel. Boah, die Heilung dauert lang, bis wieder frisch ist. Also das sind alles Elite, die Sternchen. Da sollte man also gar nicht so freiwillig rangehen, wie ich das gerade gemacht habe. Ich hätte mal gerne andere Zauber. Also der Zauber hier ist gut. Der macht nicht so wirklich Schaden. Der Zweier ist gut. Der Dreier ist okay zum Abhauen, aber auch nicht so wirklich der Hammer. Ein Sturm zieht auf. Ah, da ist mal wieder eine Truhe. So. Ja, Fortnite, ne? Also wie gesagt, erreicht Stufe 3. Die Stufe 3 habe ich jetzt hier im Spiel, würde ich sagen. Aber nicht im Ruf. Ja, das ist was Unterschiedliches. Ah, da hinten habe ich jetzt auch welche erwischt. Ja.
Okay, ja, läuft so langsam. Wenn man doch ein bisschen länger im Spiel bleibt. Das wäre mal ein guter Zaubergut. Oh, meine Truhe hinten am Rücken, die ist aber jetzt richtig nice geworden, ne? Okay. Das müssten wir wechseln. Oh. Oh, oh, oh. Ein Sturm zieht auf. Tötet nicht rum. So, ich habe jetzt auch den Elite gekriegt und kann den Dreier jetzt aufwerten. Na super, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie geht er aufwerten? Ach, da liegt was jetzt. Ah, jetzt ist der besser geworden, dadurch, dass ich den nochmal aufgesammelt habe. Und der hier, Tab, aha, mit Tab wechselt man den Zauber, den man haben will. Also, was kann denn jetzt der Einser? Okay, sehe ich's gut. Spaltet die Erde den Zaubern, wodurch betroffene Gegner Schaden erleiden und betäubt werden. Ist jetzt wirklich gut? Ich weiß es nicht. Na komm, wir probieren es mal aus jetzt hier. Ja, doch, läuft. Ah, jetzt ist meine Axt auch verbessert. Auch gut. Den Zauber finde ich gut, den Axtzauber. Den verstehe ich sofort. Boah, die Truhe wird immer schwerer hinten am Rücken, du. Was mache ich denn mit der Beute? Das ist jetzt wieder die andere Frage. Man muss natürlich auch mal aufpassen, dass nicht irgendwo nebenbei andere Spieler sind. Ich bin Platz 12 von allen Spielern, ne? Also 60 waren wir. Jetzt sind wir nur noch 12. Ich habe also schon einige überlebt, jetzt endlich mal. Was ist das denn hier jetzt? Benutzt, beschwört einen seltsamen Schneemann, der einen weiten, vereisten Bereich erschafft. Gegnerische geraten ins Rutschen, wenn sie darauf bewegen. Na toll. Ist ja jetzt nicht so der Hammer. Was ist das? Das ist dieser... Ne, den fand ich nicht so gut. Schneidende Winde. Nochmal schneidende Winde will ich nicht. So, gucken wir nochmal den. Ja, der macht Damage. Der ist gut. Wir machen nochmal einen Elite weg da vorne. Wie sieht die Map aus? Oh, oh, wir sind schon im engeren Bereich hier. Immer T machen, ne? Damit man auch gut Leben hat. Was will er mir jetzt geben? Feuert ein eisernen Pfeil, der euch aktualisiert verfolgen und dem Gegner einen Schaden zufügt. Selten. Kommt, den nutzen wir für eins. Wir nehmen mal nicht diesen anderen Zauber. Wir machen jetzt mal eins hier auf den da. Zwei hier auf den da. Und tot den. Wunderbar. Hat gut funktioniert. Aha, jetzt kriegen wir hier noch einen. Was ist das? Ach, das ist Feengestalt. Das ist Abhauen. Also 3 und 4 sind so Abhauzauber. Falls es was eng wird und wir wieder mal Leben haben müssen. So. Ich weiß auch nicht, wo wir die Beute einsetzen können. Ob das Geld irgendwo mal relevant wird. So, nur noch 5 Überlebende. Was ist das? Was macht das Huhn? Wirf eine Kitze mit wütenden Hühnern. Die Hühner toben sich aus und greifen alle Einheiten in der Nähe an. Okay, das ist gut. Setzt euch in Bewegung! Alle Einheiten bin ja auch ich, theoretisch.
Was haben wir jetzt? Bollwerk, das den erlittenen Schaden kurzzeit negiert. Eingehende Angriffe erhöhen die Geschwindigkeit. Ja, ich finde das Pferd eigentlich doof. Nehmen wir den mal. Nur noch 4 überlebende Spieler. Na komm, wir nehmen nicht den. Wir nehmen das Huhn. Mal gucken, wie das Huhn funktioniert. Oh, da kriege ich jetzt noch einen besseren von diesen. Jo, jetzt ist mein Pfeilzauber sogar lila. Gefällt mir. So, wir sind im Battle Royale. Noch 4 überlebende Spieler. Ich bin einer wohl davon, ja. Also nur noch 3 theoretisch. Was haben wir da? Was macht das Ding? Eine Sperrfeuerrakete, die kleine Kleber einhalten in einer Linie. Bewegen. Ein Sturm zieht auf. Tötet nicht rum. Ja, vielleicht muss man auch wie in Fortnite ein bisschen campen. Sich ein bisschen verstecken. Aber man kann generell nicht sich bücken oder sowas. Das geht nicht. Wir suchen 3 andere Spieler, die hier irgendwo in dem Bereich theoretisch irgendwann mal auftauchen werden. Verkleidet euch als Strauch. Hm. Das geht also auch. Manipulierte Truhe, das geht auch. Ja. Wir legen mal hier eine manipulierte Truhe hin. Vielleicht kommt hier irgendein Spieler und will sich die aufheben. Da ist einer. Ein Sturm zieht auf. Tötet den Bomben. Boah, der war heftig. Jo, aber 3. Platz gewesen, ne? Also von daher waren wir nicht schlecht. Ah, übel waren wir nicht, ne? Muss man schon sagen. So, haben wir jetzt auch Stufe 2 und da ist der letzte Kampf jetzt. Ja, Azul. Ach, der war Level 10 schon. Ich war gerade mal Level 7 oder sowas, ne? Der andere. Auch 10. Vielleicht hätte ich weiter leveln müssen, damit ich mehr aushalte. Man muss richtig gucken, wie man den anderen trifft. Also. Okay. Ja, der hat gewonnen. Wir haben die neuen Handschuhe bekommen. Danach kriegen wir Stiefel, Hosen, verkalktes Claymore, Paket mit Fassstempeln. Okay. Titel, Wappenrocke. Das Schöne ist halt, die Sachen schalten sich auch in Dragonfly frei, ne? Also man kann dann auch diese Vorlagen benutzen. In Dragonfly. Jo, kommt noch eine Runde, dann reicht's aber. Also ist jetzt okay, sage ich mal so. Ja, wenn man ein bisschen Actionkampf haben will, wie bei Fortnite, aber ja, ist halt, ne? WoW halt, ne? PvP im WoW. Ist halt doch irgendwie, ne, nicht so viel Fernkampf, nicht so viel. Mir fehlen halt meine Zauberer-Zauber, ja. Ich fühle mich immer wie im Nahkampf kämpfend. Das ist ein bisschen doof. Hallo, unser neuer Handlanger. Kumpel ist da. So, und jetzt kann ich mich theoretisch. Die sehen ja alle so aus, die Spieler, ne? Außer ich habe schon den Dolch, ja, das war die erste Verbesserung. Und die zweite Verbesserung ist jetzt. Ne, der Dolch oder der Kupfersäbel, ja, der Kupfer. Und dann gibt es jetzt noch hier diese zweite Sache ist ja die Handschuhe. Ach so, das ist gar keine. Guck mal, das ist eine Plunderstorm-Vorlage. Die Handschuhe sind nur für Dragonfly. Ach, die kannst du nur in Dragonfly benutzen, die Dinger. Die Stiefel auch, die Hose auch. Da passiert gar nichts im Plunderstorm mehr jetzt erstmal. Anders aussehen wird man erstmal gar nicht.
Verkacktes Claymore-Paket misst verstempeln. Hier, das ist wieder... Ne. Doch, das ist wieder eine Plunderstorm-Vorlage, ein anderes Schwert. Und eine neue Quest wartet auf einen Spielercharakter der Stufe 70 in Vradakan auf den Dracheninseln. Aha. Dann kriegt man eine Quest in Dragonfly freigeschaltet, wenn man 5 schafft. Okay. Müssen wir ein bisschen Ruhm machen hier. Ja, hier haben wir wieder eine Kupferkanone. Wieder eine andere Vorlage hier. Okay, aber anders aussehen wird man hier wohl nicht groß. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie wir andere Skins kriegen könnten hier. Dass man nicht mehr ganz so langweilig aussieht. Das werden wir bestimmt auch noch sich überlegen, dass man ein paar Skins hier einbaut. So, jetzt landen wir mal in der Stadt. Ich möchte mich jetzt mal hier durch die Stadt durchkämpfen, auch wenn andere Spieler hier sind. So. Also da, wo man landet, sterben die Leute. Das ist schon mal gut. Hat man sofort Chance auf einen Zauber. Das war schon mal ein guter Anfang. Sagen wir mal so. Okay, jetzt haben wir so ein Schutzschild irgendwie. Sehr gut, jetzt sind wir schon Stufe 2 und da ist schon der erste Spieler. Ich würde auch mal gerne einen Spieler killen. Aber irgendwie wird das wohl nichts mit dem Killen. Mein Zauber ist jetzt nicht so gerade geeignet zum Killen irgendwie. Müssen wir erst nochmal weiter gucken. Vielleicht den hier eher. Ja, wir haben einen Spieler gekillt. Holger. So, wir haben einen Spieler gekillt. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. So, dann haben wir noch einen zweiten Angriffszauber. Und sind schon mal Level. Ich höre überall Geräusche und ich weiß nicht, wo Gegner sind. Oh, wir können unseren Zauber schon verbessern. So, der ist ja nicht schlecht. Der macht halt mehrere Sachen auf einmal, ne? Der verändert sich irgendwie. Ruft Element herbei, entfesselt zerstörerische Sperrfeuer vor dem Wirker, wirkt Sturmatron nach erneut, um ein anderes Element zu rufen. Ne? Der macht immer andere Elemente. Man weiß halt nie genau, was er macht. So, der hier schießt nur so ein Ding ab. Wir müssen gucken, wo der Sturm ist. Sturm läuft. Alles gut. Ich würde mal gerne leveln. Ich würde mal gerne ein bisschen Gegner killen, damit ich ein bisschen stärker werde. Aha. Und jetzt haben wir den gleichen Zauber schon in Lilla. Ah, das ist gut. Dementsprechend macht er mehr Schaden. Jetzt müssen wir aber leveln, damit wir auch mehr Schaden machen. Ich gehe mal mehr ins Gebiet rein, vom Sturm weg. Bitte!
alte Meute. Jo, jo. Sehe ich genauso. Naja. Wenn die Zauber weniger Schaden machen als die Bogen. Junge, sowas kannst du doch hier nicht machen, Junge. Scheiße, wie kam der denn hier reingeflogen? Habe ich ja gar nicht gemerkt. Okay, das war doof. Gut. Das war die nächste Partie Plandersturm und ich muss sagen, ja, wenn man ganz viel schwere Langeweile hat, ist das vielleicht ganz nett. Aber so viel Langeweile habe ich nicht. Ja, wenn ich ein gutes Battle Royale spielen will, spiele ich dann doch eher. Yes, was spiele ich?